habe noch nie mit einer Mannschaft gearbeitet, wo diese Sieges, diese Wille, dieser gegen die Ball und was basic, dass die da irgendwie während des Weg verschwunden. Ja? Dass diese Mannschaft ist gegen die Ball und zum Hart, zum Atmen. Wir sind wahrscheinlich entweder zu viele andere Dinge gehört haben, aber das sehe ich nicht. Und bin ich gespannt, ob die das Wochenende zeigen. Das ist nicht schön, Ende des Saison darüber zu reden mit eigenen Spielern, bitte lauf mal einen Meter. Das müssen sie komplett umstellen, weil Fußball ist eine andere Sache. Entweder haben sie Falsches gehört, jahrelang, aber so geht nicht. Das macht keiner, nur Hertha BSC. Und deswegen stehen wir da, wo wir stehen. Und ich hoffe, das Wochenende, klar, für jeder, egal wie, dieses Spiel muss man gewinnen. Vielleicht manchmal dieser Muss. Ja? Das ist ein Muss für die Fans. Und auch natürlich für die Mitarbeiter und für jeder, die hier alles dafür macht, dass du Wochenende da rauslaufen kannst und einfach deine Aufgabe netto eine Stunde Fokus. Ja, ich weiß, was ich angenommen habe. Und ich komme davon aus, dass die, genau wie ich das gesagt habe, dass die Spieler können sie natürlich viel verlieren, aber haben sie nichts in die Hand. Die werden ein gutes Spiel machen, gewinnen wir, weil das ist auch wichtig für die Fans. Egal, was passiert danach, vielleicht gewinnst du und steigst du ab. Aber für die Fans, ich glaube auch wichtig, dieses letzte Spiel, bestimmt kommen 60.000 Zuschauer, das ist einfach Highlight. Das muss man auch jedem einzelnen Spieler, diesen Respekt zu zeigen, so richtig hart zu arbeiten. Und wenn diese Mannschaft arbeitet, dann hat eine große Chance auch, Wochenende zu gewinnen.